Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Ich kann es ja kaum glauben, aber es ist jetzt nun der letzte Videodreh für dieses Jahr. Und ich hoffe, ihr habt die Feiertage genießen können mit eurer Familie und vor allen Dingen auch in einer größeren Runde, die hier möglich ist oder war, eher gesagt. Und beim heutigen Video könnt ihr euch ja denken, geht es um Silvester. Und Silvester ist ja dieses Jahr wirklich für, glaube ich, für alle Ausnahmezustand und absolut komisch, so zu feiern oder nur so feiern zu können, eher gesagt. Aber das Allerwichtigste ist, dass es uns gut geht, wir gesund sind und der Rest erledigt sich auch wieder von selber, denn wenn wir uns alle dran halten, dann besiegen wir das Ganze auch endlich und können dann hoffentlich nächstes Jahr Silvester auch wieder anders feiern. Aber da habe ich mir dieses Jahr überlegt, ich zeige euch eine Base. Also Silvester finde ich ja generell Rezepte, wo man wirklich zusammen alles vorbereitet, zusammen macht. Das könnt ihr in diesem Jahr natürlich auch genauso machen. Und da habe ich mir überlegt, wir machen leckere Wraps. Ich zeige euch heute quasi das Grundrezept, wie man die selber herstellt. Das Schöne ist, ihr könnt es einfach die Zutaten, also der Wrap-Teig ist aus 4 Zutaten gezaubert, geht super schnell. Und da hat einfach jeder eine Aufgabe, jeder schnibbelt mit, jeder hilft mit. Und dann habt ihr das quasi auch als, ja, so ein bisschen Entertainment-Programm für den Abend. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für unser Wrap-Grundrezept benötigen wir einmal 400 Gramm Mehl. Da habe ich mich jetzt für Dinkelmehl Typ 630 entschieden. Das könnt ihr natürlich auch austauschen. Ansonsten benötigen wir noch 110 Gramm Joghurt. Dann habe ich hier in etwa 145 Gramm Wasser und wir benötigen noch einen Teelöffel Salz. Tja, die Zubereitung ist dank des Thermomixes natürlich wirklich super easy. Wir geben einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf, stellen den Thermomix auf die Teigknetstufe und lassen einfach alles so lange verkneten, bis es ein schöner Teig ist. Und wer keinen Thermomix hat, der benutzt entweder eine andere Küchenmaschine mit einem Knethaken, ein Handrührgerät mit einem Knethaken oder macht es einfach selbst mit der Hand. Das geht auch. Der Teig, der hat eine richtig schöne, weiche Konsistenz. Und jetzt teilt ihr den Teig einfach in 9 Teile ungefähr oder wiegt es einfach ab, 75 Gramm in etwa, und formt die schon mal zu schönen Teigkugeln. Jetzt werden die Teiglinge so dünn wie ihr könnt ausgerollt. In etwa so auf 20 cm passt es einfach dann eurer Pfanne an, die ihr habt. Und da einfach immer so ein bisschen Mehl unten und oben drauf geben und dünn und gleichmäßig ausrollen. Jetzt nehmen wir uns schon mal eine Pfanne, am besten eine beschichtete Pfanne. Ihr benötigt auch kein Fett. Wir erhitzen die auf mittelhohe Hitze und dann lassen wir die Teigfladen in etwa pro Seite für 1 Minute anrösten. Anrösten, anbraten, anbraten. Und nach dem Anbacken werdet ihr die oder packt ihr die am besten direkt hier in so eine Kuchentransportbox, tut die da rein und direkt den Deckel verschließen, damit die Fladen auch bloß nicht austrocknen.
Also ihr seht hoffentlich, es ist wirklich kein Hexenwerk, die Tortillas selbst zu machen. Vor allen Dingen, ich finde, die schmecken einfach wirklich besser, wenn man die selbst macht. Die, finde ich, wenn man die aus der Verpackung rausholt, aus dem Geschäft, die riechen schon immer so ein bisschen, wie sagt man, sauer. So, wenn man das aufmacht, finde ich, merkt man schon, dass das mit irgendwelchen Konservierungsstoffen ist. Also es geht wirklich super easy. Und jetzt nochmal ein Tipp zum Befüllen. Also ich mache das heute ganz, ganz einfach gehalten mit Salat. Da habe ich mich jetzt für Eisbergsalat entschieden, weil der nicht so einfällt. Mit leckeren Hähnchenstreifen, die brate ich in der Pfanne an, würze das Ganze einfach nur mit Salz und Pfeffer, lasse das etwas neutraler, gebe dann noch ein bisschen Paprika, Gürkchen und einfach alles, was ihr wollt. Dann mache ich so einen kleinen Dip aus einem Joghurt mit frischen Kräutern und Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker, bisschen Zitronenabrieb, also einfach so, wie ihr es wollt. Ihr könnt es auch einfach mit einer Fertigsalatsoße. Oder es gibt ja verschiedene Arten von Dressings, also da könnt ihr das so aufpumpen, nicht pumpen, aufpumpen, wie es euch am besten schmeckt. Und außerdem kann man das Ganze auch wie so eine Art Raclette gestalten. Da könnt ihr quasi im Vorhinein alles schön auch mit Gemüse und sowas schnibbeln, dann ein Raclette in die Mitte des Tisches machen, die einer brät dann quasi, macht die Fladen schon mal. Und drüben am Tisch kann sich dann einfach jeder sein eigenes Fleisch anbraten, sein eigenes Gemüse oben grillen oder auch unten mit Käse überbacken, kann sich dann sein Wrap selbst belegen. Und die andere Möglichkeit, die man auch noch machen kann, ist so leckere, ja, ich kenne es ja eigentlich auch so, ich muss sagen, Wraps so Burrito-mäßig von den Mexikanern. Da schmeckt die Variante mit Hähnchenfleisch und Paprika und Käse super lecker und ein bisschen frischen Salat. Oder ihr macht das Ganze einfach Chili con Carne-mäßig. Da könnt ihr quasi einfach auf dem Herd das am besten zubereiten. Eine Chili con Carne-Portion, die dann mit auf den Wrap geben. Einfach ein bisschen frischen Schmand drauf. Ein paar Eisbergblätter vom Eisbergsalat würden dazu auch passen. Oder Chicorée. Einfach ein Salat, der ein bisschen fester ist und nicht sofort einfällt, weil die Hackfleischmasse ja auch noch warm ist. Ja, das sind so meine Möglichkeiten. Wenn ihr euch da Videos wünscht, wie man die genau zubereitet, könnt ihr mir das gerne drunter schreiben. Das kann ich euch gerne im neuen Jahr filmen. Und ich würde sagen, das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Mein Shop auch, wenn euch irgendwas von meinen Helferleins interessiert hat. Ich hoffe, dass ihr wirklich wunderschön ins neue Jahr starten könnt, trotz der ganzen Sachen. Ich hoffe, ihr haltet euch auch alle dran, damit wir alle, wie gesagt, bald auch wieder ganz normal feiern können. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.